Ich war mal wieder ein paar Arenen einnehmen, aber heute kein langweiliges Gameplay, sondern es wird interessant. Damit geht's weiter aus der Welt von Pokémon Go. Also, schön langsam, glaube ich, habe ich das Arena-System ein wenig verstanden. Und mit etwas Training, wenn man die Moves von den Pokémon kennt, gegen die man kämpft und mit welchen man kämpft, dann kann man es schaffen, zu 100% auszuweichen. Wenn man ausweicht, dann reduziert sich der Schaden nämlich. Angenommen, normalerweise würde jemand jetzt 100 Schaden zufügen. Weicht man aus, gibt es lediglich 25%, sprich 25 Schaden, und 75% werden absorbiert. Der Gegner muss also viermal treffen, um den vollen Schaden zuzufügen. Und das ist meiner Ansicht nach grenzgenial. Früher war es sogar noch heftiger, da konnte man so gut wie alles vom Schaden wegblocken. Aber mittlerweile wurde das geändert, um das ein bisschen zu balancen. Und um gleich zu zeigen, was ich damit meine, möchte ich ein Gameplay einblenden, wo ich mit Sazenia 1200 in etwa gegen ein Aquana 2100 kämpfe. Und Aquana ist im Allgemeinen ja relativ stark, aber aufgrund des Typvorteils, ich Sazenia gegen Aquana, das heißt, ich bin im Vorteil und noch dazu ausweichen, konnte ich es, obwohl mir mittendrin leider ein paar Fehler passiert sind, schaffen, Aquana mit Leichtigkeit zu besiegen. Wie stellt man das an? Und zwar immer, wenn diese Animation kommt, da blinkt der Bildschirm ganz kurz. Er wird kurz für einen Augenblick gelb an den Rändern und man sieht so eine kleine Animation. Dann muss man nach links oder nach rechts wischen. Ich mache es immer nach rechts. Und wenn man es gut timet, dann weicht man zu 100% aus. Also, blinken, wischen. Blinken, wischen. Man darf es nicht vorher machen. Es muss so ein paar Millisekunden, nachdem das Blinken aufgetreten ist, muss man wischen. Danach weicht man aus. Und das Gute ist, das funktioniert sogar bei den meisten Attacken. Es gibt leider Ausnahmen. Blizzard zum Beispiel, da habe ich neulich Augen gemacht, als ich versucht habe, okay, Lapras, ausweichen, ich warte auf den gelben Screen, kommt nicht, okay, ich bin tot. Denn Blizzard kann leider nicht pariert werden, finde ich schade, aber das macht die Attacke einfach umso stärker. So, und das bedeutet also, man kann mit schlechteren Pokémon gegen stärkere gewinnen. Schlecht im Sinne von Wettkampfpunkte. Besonders Sazenia ist stark, was den Angriff betrifft, hat schlechte defensive Werte. Das macht aber nichts, wenn ich es schaffe, immer auszuweichen. Dann bekomme ich sowieso nur 25% des Schadens. Und das ist sehr gut. Und warum greife ich nicht einfach mit irgendeinem 2000er Relaxo von mir an, wenn ich so ein 2000er Aquana besiegen möchte? Naja, die Sache ist ganz einfach. Wenn man zum Beispiel trainiert und es ist ein 2000er Gegner am Start und ich selbst nehme auch ein 2000er Pokémon, dann bekomme ich irgendwie so 500 Prestige. Dürfte das sein, wenn man dieselben Wettkampfpunkte hat. Kämpfe ich jetzt allerdings mit einem 1000er WP Pokémon gegen dieses 2000er, dann bekommt man anstelle von 500 direkt 1000. Und würde ich jetzt im schlimmsten Fall mit einem 4000er, gibt's nicht, aber 4000, noch nicht, sorry, 4000er Wettkampfpunkte Pokémon gegen dieses 2000er Aquana kämpfen, dann würde ich sogar nur irgendwie 100 Prestige bekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wenig. Das richtet sich eben nach dem Unterschied. Eigene Wettkampfpunkte im Verhältnis zum Gegner. Und aus diesem Grund kann es auch lohnenswert sein, dass man sich alte Pokémon mit guten Attacken aufhebt. Sprich, ich habe mal ein Aquana 400 Wettkampfpunkte mit Hydropumpe gefunden. Habe ich mir aufgehoben. Genau für solche Situationen. Ich habe dann irgendwo ein Magma in der Arena gesehen von Team Gelb und dachte mir, da kann man aus Spaß und Freude mal ein bisschen trainieren. 400 gegen 500 Wettkampfpunkte, ja, ist nicht so heftig, also sollte man sowieso gewinnen. Aber mit Ausweichen, Ausweichen, Ausweichen kann man es sogar schaffen, dass man so wenige Lebenspunkte verliert, dass man sogar nochmal angreift, ohne vorher einen Trank verwendet zu haben. Weil ich weniger Wettkampfpunkte als Magma hatte, gibt es dann natürlich auch noch sehr viel Prestige, um die Arena hochzuleveln. Ja, und wie gesagt, man spart Ressourcen. Andernfalls würde ich dieses 500er Magma mit einem 1000er Aquana angreifen, dann gewinne ich zwar locker flockig,
aber ohne auszuweichen, nimmt meiner Gwana vielleicht trotzdem ein bisschen Schaden und ich bekomme dann kaum Prestige, also das ist nicht der Rede wert. Deshalb nicht immer alles wegschicken. Die Frage habe ich schon häufiger gelesen, hey Schilling, warum schickst du nicht alle doppelten und dreifachen Pokémon einfach weg? Ja, die Antwort ist ganz simpel. Pokémon mit guten Attacken, die hebe ich mir ganz gerne auf, besonders eben sowas wie ein Aquana, weil Aquana gefällt mir aus diesem Grund, es greift sehr schnell an und dadurch kann ich zum Beispiel 4 Attacken unterbringen und muss gegen ein langsames Pokémon erst dann ausweichen. 4 Attacken, ausweichen. 4 Attacken, ausweichen. Das heißt, diese Ausweichtaktik ist sehr gut, wenn man gegen langsame Pokémon kämpft und wo sie sehr schlecht ist, wenn ich ein Tank bin. Ich sag mal, Relaxo hat sehr viele Lebenspunkte, ist im, unter Anführungszeichen, Online-Rollenspiele-Jargon ein Tank. Und weil der ja sowieso nicht allzu viel Schaden austeilt, sondern darauf beruht, dass er einfach lange überlebt, da, ja, keine Ahnung, weicht man zwar aus, kann einmal angreifen, weicht wieder aus, kann einmal angreifen, aber im Endeffekt wäre es vielleicht sogar schlauer, einfach auf sie mit Gebrüll die ganze Zeit tappen und die Angriffe spammen und dann die Charge-Moves einsetzen. Genau. Aus diesem Grund wollte ich mir eben auch Satzenia holen, eines mit sehr guten IV und dann noch den perfekten Moves. Solarstrahl ist einfach bombastisch gegen ein Aquana und ja, hat sich bewährt. Ich meine, dieses 1200er Satzenia, wenn ich keinen Fehler mache, dann könnte ich damit locker 2500er Aquanas bezwingen. Das ist sehr gut. Dann bekomme ich das maximale Prestige und spare sogar Ressourcen, weil die schwachen Pokémon, die kann man ja mit Super- oder Hypertränken auffrischen. Da muss ich keine Top-Tränke oder so verwenden. Mein Denkanstoß war folgender. Ich war vor ein paar Tagen in einem Dorf und musste eine gute halbe Stunde warten. Hab eine Arena gesehen, Level 7, dachte mir, okay, das könnte interessant werden. Glurak war drin, ein paar Hypnos, dann zweimal Aquan und so weiter. 7 Pokémon am Start. Dachte mir, kann ich das Solo packen? Doch, mit dem Typvorteil müsste das eigentlich drin sein. Und hab eben meine Pokémon so getimed, dass ich mit Aquana gegen Glurak kämpfen kann und so weiter und so fort. Dann immer versucht auszuweichen. Und ich habe es in der Tat geschafft und das gab sogar im gesamten Durchlauf irgendwie 750 Erfahrungspunkte. Das fand ich ordentlich. Ja, und nach irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten oder so, habe ich eine Level 7er Arena im Alleingang übernommen. Habe dann ein einziges Relaxo reingesetzt. Aber dieses Solo-Relaxo hat 3 Stunden überlebt in einem Dorf. Das finde ich krass. In der Stadt wäre das irgendwie nach 5 Minuten schon down gewesen, das Relaxo. Aber dort konnte ich die Arena sogar ein bisschen halten. Und ich muss sagen, wenn man sich echt konzentriert und immer ausweicht und so, das macht schon Spaß, die Arena. Am Anfang habe ich einfach gekämpft wie ein Verrückter. Spammen, 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 klicken, klicken, klicken. Ab und zu einfach, wenn ich dachte, ja, jetzt kann man mal ausweichen, habe ich nach links oder rechts gewischt, aber das hat alles nicht funktioniert. Man muss sich einfach konzentrieren, im Rhythmus bleiben und genau dann, wenn die gelbe Animation kommt, wischen. Klappt ideal und mit ein bisschen Übung schafft man es dann 100% der Angriffe zu parieren. Es gibt auch noch so ein paar Tricks, zum Beispiel wenn man vorhat, mit ein paar Kollegen eine Arena auf Level 10 zu ziehen, dann kann man sagen, ja, ihr setzt alle starke Pokémon rein, nur einer, der heißt Rainer, der ist keiner. Nein, der setzt dann, sagen wir mal, diesen Trick, der funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut, aber der setzt zum Beispiel ein WP20 Carpador rein und dann greifen alle mit einem WP10 Dicta an. Das sind eben, das ist der volle Prestige-Bonus, weil WP10 kämpft gegen WP20 und man benötigt ganz wenige Tränke und kann die relativ schnell killen. Der Nachteil wiederum ist natürlich, wenn jemand vom anderen Team kommt und angreift, dann ist dieses WP20 Carpador relativ schnell Geschichte. Aber will man eben die Arena hochziehen, dann kann man diesen Trick definitiv nutzen. Es muss jetzt nicht ein WP20 Carpador sein, aber selbst ein WP1000 Magma und die Leute greifen dann mit einem WP500 Aquana mit Hydropumpe an.
ist derselbe Effekt, dauert ein bisschen länger, kostet Tränke, aber trotzdem, damit kann man dann relativ easy eine Arena leveln. Irgendwann möchte ich es definitiv machen, denn ich habe bisher noch keine einzige Level 10 Arena hochgezogen. Das wäre noch so ein kleines Ziel, mal schauen. Da würde ich dann aber empfehlen, dass man sich ein paar Freunde mitnimmt, weil das ja doch weitaus schneller funktioniert, wenn man gemeinsam spielt. Und das ist auch so eine Sache, da habe ich gemerkt, okay, wenn mal jemand stirbt, die Beleber gehen relativ schnell weg, die Tränke ebenso, da kann sich vielleicht sogar lohnen, dass man sein Inventar erweitert, dann mal ordentlich farmen geht bei den Pokestops, dass man genügend Ressourcen hat, um Arenen einzunehmen, ohne jetzt zwischenzeitlich wieder, ja, Tränke farmen zu gehen. Genau. Ich weiß allgemein, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, Arena-Gameplay ist nicht sonderlich interessant. Ich muss sagen, das hat in den letzten Tagen sehr viel Spaß gemacht. Man muss zwar viel aufwenden, es dauert seine Zeit. Man bekommt zwar Erfahrungspunkte, ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Auch wenn ich 750 Erfahrungspunkte bekommen habe, als ich die gesamte Arena solo geklärt habe, in dieser Zeit hätte ich auch ein paar Radfratz-Taubsi gefangen und Pokestops gedreht, hätte ich auch meine 750 EP bekommen. Wie auch immer, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich recht herzlichst fürs Zusehen und würde sagen, seht einfach beim nächsten Mal weiter.